Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Es ist endlich wieder Wochenende. Wir haben es geschafft, gemeinsam eine Woche überstanden. Und jetzt heißt es wieder Friede, Freude, Eierkuchen, feiern, Party und gute Laune haben und vor allen Dingen Vollgas geben. Das ist das Motto der Geilo-Community. Und ja, auch die Geilo-Family hat Gas gegeben. Ich habe für euch einen neuen Kontakt hergestellt mit dem YouTuber Zeronic und ich habe auch mit ihm schon die ersten Ranks aufgenommen und ich habe es ja auch hochgeladen. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, dass wie YouTuber feeden und dann gecarried werden. Ich habe ja Alistair gespielt und er hat Syndra gespielt und wir waren beide echt die Schlechtesten in unserem Team. Aber zum Glück hatten wir gute Mates und es ist manchmal einfach so, man kann nicht jedes Ranked super, super gut spielen. Und ich finde es eigentlich cool, dass wir das auch mal aufnehmen konnten, so ein Szenario, dass man ein Spiel gewinnen kann, wenn man sich einfach weiter konzentriert und vor allen Dingen, wenn man positiv bleibt. Und das sind wir geblieben. Wer das Video nicht kennt, schaut nochmal in die Playlist. Das ist irgendwie vor 2 Tagen rausgekommen. Oder vor einem Tag. Auf jeden Fall vor kurzem rausgekommen und es war mega, mega geil. Wir haben es halt trotzdem mega gefeiert. Ganz klar nach dem Motto Stay Positive Summoner. Ja, ich hoffe auch eure Woche war auf jeden Fall schön und gelungen. Ich habe wie gesagt ein bisschen was aufnehmen können. Meine Woche war ziemlich anstrengend. Ich musste sehr, sehr viel arbeiten. Also ich habe gearbeitet, bin dann nach Hause gekommen, habe noch versucht so viel wie möglich für YouTube zu machen. Auch noch selber ein paar Ranked zu spielen. Ich schaffe es leider nicht so viel LOL zu spielen wie ich möchte. Bin jetzt auch ein bisschen hinterher. Was die Worlds anbelangt, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, ich habe aber das Wichtigste gesehen. Fnatic hat Samsung Blue besiegt. Und Samsung Blue sind ja ganz klar die Favoriten mit Samsung White. Und es gibt zwar ein paar Mannschaften, die Favoriten sind, aber mit dazu gehören auf jeden Fall Samsung Blue. Und es sind eigentlich immer nur Koreaner, die zu den Favoriten zählen. Und ich finde es super, super geil. Ich habe es übelst gefeiert. Ich saß richtig zitternd mit Mike da. Wir haben es uns ja gemeinsam angeguckt. Und als Fnatic gewonnen hat, also da ist unser League of Legends Herz auf jeden Fall nochmal eine Ecke höher gestiegen. Und hat er auf jeden Fall stärker geschlagen. Und das macht diese Worlds so spannend. Man sagt zwar, es ist ein Fight koreanische gegen koreanische Mannschaften. Aber wie man sieht, auch nicht koreanische Mannschaften können alles umkrempeln. Obwohl natürlich auf den ersten Plätzen trotzdem nur Koreaner stehen. Aber das sind ja noch Gruppenphasen. Wir haben danach noch die Achtelfinale, Quarterfinals, Halbfinale und dann die Finals. Und ich finde, ich liebe dieses Ereignis. Ich finde, das ist das Geilste, was League of Legends zu bieten hat. Und ich finde es einfach klasse, dass Riot das auf so ein hohes Niveau getrieben hat mit dem ganzen Gaming. Es ist ja so, dass es in Korea eigentlich schon viel länger diese ganze Pro League im PC, im Gaming-Bereich gibt. Und jetzt kommt das langsam Richtung Amerika, Richtung Europa und League of Legends und Riot sind auf jeden Fall richtig schöne Vorläufer, die da richtig Gas geben. Ja, die Vollgas geben, ganz klar nach dem Motto der Geilo-Family. Und von daher freue ich mich umso mehr, dass auch nicht-europäische Teams zumindest zeigen, nicht-koreanische, ey, wir können was. Wir können auch die Koreaner ein bisschen ärgern zumindest und ihnen zeigen, ey, ihr habt noch Verbesserungspotenzial. Ihr seid nicht ganz fehlerlose Maschinen, sondern da geht auf jeden Fall noch was. Und was habe ich jetzt auf der PBE gesehen? Sion wurde endlich remaked. Super, super geil. Toller CC, toller Schaden, Ranged Schaden. Ich weiß nicht, ob ihr den Sion schon gesehen habt. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ich ihn auf dem PBE schon aufnehmen soll. Ich glaube, er wird ein bisschen schwieriger auf dem PBE zu spielen, weil zum Beispiel sein Q, ein wichtiger Hauptspell, hat schon Delay. Also man kann das Ganze 2 Sekunden chargen und schmettert dann mit der Axt nach vorne. Also schaut mal, ob ihr überhaupt ein PBE-Gameplay von Sion haben wollt. Und dann nehme ich das natürlich auch gerne für euch auf. Dann würde ich es die nächste Woche irgendwie hochladen. Aber wahrscheinlich ist er in 2 Wochen eh auf dem Live-Server. Und wenn man diese Lachs nicht hat, die man ja auf dem PBE immer hat, kann man Champion natürlich auch besser spielen und ihn dann auch besser vorstellen. Aber wenn ihr mögt, dass ich Sion schon mal vorher hochlade, dann sagt einfach Bescheid. Gib Bescheid in den Kommentaren, like das Ganze vielleicht noch, damit ich die Kommentare auch auf jeden Fall sehe. Und dann lade ich das natürlich auch für euch hoch. Ich finde den Sion geil und ich finde auch seine Ulti mega, mega geil. 8 Sekunden lang läuft der schneller wie verrückt. Also er folgt dem Mauszeiger. Und dort, wo er später auftritt, wenn es ein Champion ist, dort
stunt er den Gegner, knockt ihn ab und macht richtig fetten Schaden. Ich glaube, Sion wird ein guter Jungler. Wird tanky, hat sein Schild, macht schön Schaden, den man in der Lane dodgen kann, weil er quasi 2 Sekunden lang sein Q charged. Man kann es auch schon vorher aktivieren, aber dann macht es weniger Schaden. Aber um Camps zu klären, die sich natürlich noch nicht vorher bewegen, mega, mega geil. Also der neue Sion wird ein toller Champion, wird auf jeden Fall auch wieder spielbar sein, im Ranked spielbar. Also es wird kein Trollpick sein und ich freue mich auf ihn. Auch die restlichen Fähigkeiten sind mega, mega klasse, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn vielleicht wollt ihr ja, dass ich das Ganze noch auf meinem Kanal hochlade, vom PBE-Server. Und vielleicht haben es einige von euch gesehen und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Meine Freundin hat sich endlich bereit erklärt, dass ich ein Foto von uns beiden auf Facebook hochladen darf, also auf meinem PowroTV Facebook. Schaut doch mal einfach gerne vorbei, wer von euch noch nicht da ist. Und mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig. Mir ist das wichtig, dass ich meine Familie in etwas integrieren kann, was sogar mehr als mein Hobby zum Teil halt auch noch so ein Nebenjob irgendwo ist, was ja YouTube auf jeden Fall für mich ist. Ich will es ja irgendwann auch zum Hauptjob machen und ich freue mich und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich meine Familie, meine Lieben auf jeden Fall da mit integrieren kann. Und ich hoffe, dass ihr das genauso macht und ich hoffe, dass ihr auch da Unterstützung kriegt, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr in irgendwas euch richtig engagiert, dann ist es wichtig, dass die Familie hinter euch steht. Und ich habe meine Freundin ein bisschen überredet, ein bisschen hin und her und ich habe ja auch in dem einen oder anderen Video dann mal irgendwie so einen schwarzen Balken hingesetzt, wenn sie zu sehen war. Ich glaube, sie war auch irgendwann schon mal so im Spiegel zu sehen. Aber auf jeden Fall wollte sie bis dahin noch nicht so sehr, dass man sie halt so sieht, quasi ein bisschen in der Öffentlichkeit, muss man ja schon sagen. Und dann habe ich jetzt sie endlich überreden können, habe gesagt, komm Schatz, such ein schönes Foto aus. Und ich bin natürlich super stolz und super froh, dass ich so eine tolle Freundin habe, die mich da unterstützt und die das Ganze auch teilt und die vor allem die Geduld hat. Ganz, ganz ehrlich, also das ist, glaube ich, die beste Eigenschaft meiner Freundin, dass sie so geduldig mit mir ist. Wie gesagt, ich arbeite ja normal und ich mache danach noch YouTube. Also es gibt Tage, wo ich einfach von morgens 5 Uhr, gehe ich aus dem Haus zum Beispiel, und dann bin ich mit YouTube und allem drum und dran fertig um 8 Uhr abends. Das heißt also Arbeit, YouTube, ich gehe ja auch noch regelmäßig ins Fitnessstudio, das klappt auch gut. Zum Glück begleitet sie mich da manchmal. Aber es bleibt nicht an jedem Tag viel Zeit für uns. Und ich freue mich, wir zu dritt, Mike, Kev und ich, wir als Bros unterstützen uns ja sowieso. Aber es ist super wichtig, dass die Familie dahinter steht und unsere Eltern stehen dahinter. Mein Vater guckt sich die Videos von uns an. Meine Mutter, unsere Mutter guckt regelmäßig auf unsere Channels, weil man da auch einfach sieht, was passiert bei uns gerade aktuell ist. Und Kevs Freundin war jetzt schon mal mit dabei, meine Freundin ist jetzt auch mit dabei. Die Geilo Family wächst und die Geilo Family wächst mit jedem Einzelnen von euch. Ich danke euch mal wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute. Meine Woche war anstrengend, die nächste wird mit Sicherheit leichter, denn ich habe ein paar gute Tage frei. Kann also ein bisschen Ranked spielen, versuche mich ein bisschen hochzuarbeiten. Ich hoffe, ihr versucht es auch. Gebt Vollgas, macht volle Power. Ich bin euer Powrod. Bis zum nächsten Mal, Leute.